herzlich willkommen zum heutigen Workout am Freitag. Wir werden zum Warm-up 25 Prisoner Get-Ups machen, 25 Double Unders oder Jumps, 15 langsame Air Squats und 5x World's Greatest Stretch pro Seite, 2 Runden. Prisoner Get-Ups schauen so aus, sind dann die Hände hinter den Nacken, runter tief und wieder aufstehen. Wieder tief und aufstehen und immer Bein abwärts, Arm rechts, Arm links. Dann machen wir 25 Double Unders oder wieder hochspringen, können wir noch mit Kopf klatschen. Dann machen wir 15 schöne langsame Air Squats. Immer wieder nach unten vorarbeiten, dass wir noch wohlfühlen. Und dann machen wir 5x pro Seite World's Greatest Stretch, dass wir dann tief und hoch rotieren, so wie es geht. 1, 2, 5 pro Seite. Für den ersten Teil vom Workout hätten wir jetzt 2 Sachen, also entweder 2 Taschen mit Bücher, 2 Rucksäcke, 2 Flaschen Wasser Hand oder wir haben jetzt halt 2 Kettlebells. Die Füße werden overrows. Wir machen 4 Runden, immer 8-8-8, Prisoner Squats, Side Lunges und Alternating Band Over Rows und dann wieder eine erholende Pause, also 1,5 Minuten circa. Prisoner Squats, dann mal die Hände in den Nacken, hüftbreite Stand, 10 weit nach außen, dann kommen wir 3 Sekunden tief, keine Pause, 3 Sekunden hoch, das ist so wie so eine Wellenbewegung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann machen wir Side Lunges, und zwar kommen wir tief, aber ein Blick dabei immer. Tief und immer zum gleichen Bein tief. 8 Wiederholungen. Dann haben wir diese Band Over Rows. Alternierend, Rucker schön grad. Arm rechts, Arm links. Haben wir 8 pro Arm. Und dann Pause. Der letzte Teil besteht aus 2 Runden, 2x4 Minuten M-Rap, das heißt 4 Minuten M-Rap, 4 Minuten M-Rap und das Ganze 2-mal. Wir starten mit 10 Burpees No Jump, 10 High Jumps und 10 Step Bear Walk. Kurze Pause, dann nochmal 4 Minuten, 20 Plank Shoulder Taps, 20 Mountain Climbers, 20 Hollow to Tuck Body Hold und nochmal eine kurze Pause. Die Übungen schauen folgendermaßen aus. Burpee, No Jump, machen wir einen Burpee, hoch. Nicht springen, tief, hoch. Gut. Okay. Dann 10 High Jumps und Schwung mit der Hand, mit der Arme und so hoch wie möglich nach oben springen. Und dann, und wenn wir wenig Platz haben, machen wir es einfach vorwärts, rückwärts, Bergcrawl-Position, Knie knapp mit dem Boden. Zehn Schritte insgesamt, dann fangen wir wieder von vorne an. Dann kommen wieder die Burpees. Dann die High Jumps. Und dann wieder der Bergcrawl, 4 Minuten lang. Dann machen wir Pause. Zweiter 4 Minuten M-Rap Teil besteht auch wieder aus 3 Übungen. Und zwar machen wir Plank Shoulder Taps. 20 Stück, schauen, dass die Hüfte ganz ruhig bleibt. Dann machen wir 20 Mountain Climbers. Und 10 Hollow to Tuck. Arme über Zitter vorne und schauen, dass ihr dort immer schön Kontakt halten mit dem Boden. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns bald wieder.